fürs Krisen-TV. Wir haben den griseligen Fasnacht-Tipps, wie du die griseligen Fasnacht auf eine griselige Art und Weise kannst überstehen. Und diesmal haben wir keinen einzigen Gast da, weil der letzte Gast hat wirklich viele Reaktionen ausgelöst. Vor allem mit seinem Hostienwurf. Das kommt gar nicht gut an der katholischen Welt. Also haben wir gefunden, wir machen heute eine Solo-Show. Voilà. Im heutigen Griesel-TV geht es um das Thema Wurstschoss. Ihr kennt alles. Zum Beispiel Orangen, irgendwelche viereckigen Tafeln oder sogar eine Äpfel oder eine Biere. Aber es gibt auch ganz andere Sachen, die man werfen kann vom Wackiswagen. Man muss aber aufpassen. Zum Beispiel haarige Kiwis. Die kleben ganz gut an den Haaren, wenn sie mal geworfen worden sind und schmecken bekömmlich. Oder man hat Mangos. Die kommen ganz gut zum Werfen, wenn sie fliegen besonders weit. Und sag mal Erik Weber antreffen an der Fasnacht, obwohl er nicht zerstört sind, dann schmeißt man einfach mal eine Ananas. Das war's mit dem griesigen Fasnacht. Wie auch du kannst die griesige Fasnacht auf eine griesige Art und Weise überwachen.